Willkommen zur Hoffnungszeit in der Fastenzeit. Heute aus dem Dekanatshaus in Reutlingen. Ich bin Clemens Dietz und ich arbeite als Dekanatsreferent hier im Dekanat Reutlingen-Zwiefalten. Schön, dass diese Hoffnungszeit sich auch mit einer Jahreszeit des Wachsens und des Aufblühens jetzt im Frühjahr verbindet. Was mir in der Corona-Krise und in meiner Gestaltung der Fastenzeit wichtig geworden ist, mir immer wieder Zeit zu nehmen für die Themen meines Lebens und Glaubens, die Zweifel und die Fragen, die Wut und die Ängste, die Merkwürdigkeiten und die Widrigkeiten, die Tatsachen und für alle Gefühle, das, was mich beschäftigt und bewegt. Ein Innehalten und gegenwärtig sein, so wie jetzt, hier und heute. Diese Krisenzeit erlebe ich, wie viele der Menschen, die mit mir leben und die mir begegnen, als Bedrohung, als Affront, als Zumutung. Da erscheint uns vieles ungerecht und gemein. Da bleiben wir uns vieles schuldig. Da bin ich ungehalten und handle vielleicht sogar kalt und herzlos. Und das geschieht im Großen, in der erschütternden Krise unserer Kirche, in der Corona-Pandemie und im weltweiten Geschehen. Ebenso wie im ganz persönlichen Erleben mit mir selbst, in Beziehungen, in den Familien, am Arbeitsplatz, im Homeoffice und im täglichen Auf und Ab des Miteinanders. Wie steht es dann mit Gerechtigkeit, mit Schuld und Vergebung? Davon hören wir heute im biblischen Text aus dem Matthäusevangelium. Petrus trat zu Jesus und fragte ihn: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er gegen mich sündigt? Bis zu 7-mal? Jesus sagte zu ihm: Ich sage dir nicht bis zu 7-mal, sondern bis zu 70-mal 7-mal. Und er erzählte ihnen ein Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der beschloss, von seinen Knechten Rechenschaft zu verlangen. Da brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldig war, aber das Geld nicht zurückzahlen konnte. Da fiel der Knecht vor ihm auf die Knie und bat: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Der Herr des Knechtes hatte Mitleid, ließ ihn gehen und schenkte ihm die Schuld. Als aber der Knecht hinausging und einen Mitknecht traf, der ihm 100 Denare schuldig war, packte er ihn, würgte ihn und sagte: Bezahl, was du mir schuldig bist. Da fiel der Mitknecht vor ihm nieder und flehte: Hab Geduld mit mir, ich werde dir alles zurückzahlen. Das aber wollte der andere nicht und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt habe. Die Mitknechte waren sehr betrübt, als sie das sahen, und sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles, was geschehen war. Da ließ ihn sein Herr rufen und sagte zu ihm: Du elender Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest nicht auch du mit deinem Mitknecht Erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir Erbarmen hatte? Schuld und Vergebung. Gerade in der Kirche auf allen Ebenen, aber auch im gesellschaftlichen Leben. Schuld eingestehen, umkehren und um Vergebung bitten. Das ist lebensnotwendig. Vergebung und Versöhnung fängt aber immer ganz konkret mit mir selber und durch mich an. Das ist die Botschaft Jesu, die mir hilft, meinen Weg nicht nur durch diese Krisenzeit zu finden und die Schritte zu gehen. Verbinden wir uns und unser gemeinsames Beten mit den Worten Jesu. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gott, die Corona-Krise ist wie die Fastenzeit Wüstenzeit. Das normale Leben ist angehalten. Es ist eine Zeit zum Innehalten, Zeit zum Klagen und Trauern, Zeit zum Üben von Geduld und Demut, Zeit, neue Hoffnung zu schöpfen, Zeit zu unterscheiden, was uns tröstet und was nicht, Zeit zum gegenseitigen Vergeben. Gott, schenke uns für diese Fastenzeit deinen Segen, den Segen Gottes, der für uns Vater und Mutter ist, den Segen deines Sohnes Jesus Christus, der für uns Bruder und Weggefährte ist, und der Segen der Heiligen Geistkraft des Heiligen Geistes. Amen. Bleiben Sie zuversichtlich und behütet. Adieu.